Hallo und willkommen, Freunde. Ich bin euer lieber Odo. Wir sind zurück in unserer Civ-6-Partie Sparta. Schaut eigentlich ganz gut aus. Vom kulturellen Standpunkt scheinen wir das Ganze gut im Griff zu haben. Letztens haben wir Wolfgang Amadeus Mozart gekriegt. Ah, okay, gut, der hat mich da unten angegriffen. Was soll ich sagen? Gefällt mir nicht, dass da... Wenn du das Fliegen einmal erlebt hast, wirst du für immer auf Erden wandeln mit deinen Augen himmelwärts gerichtet. Okay. Denn dort bist du gewesen und dort wird es dich immer wieder hinziehen. Mhm. Finde ich gut. Wir können jetzt Doppeldecker bauen. Wir brauchen drei Doppeldecker. Massenmedien wollen keinen Glauben erzeugen. Sie wollen den bestehenden Suchtapparat erhalten. Mhm. Yep. Gut, machen wir neue Politikkünstler raus. Wir sind bei Künstlern sowieso urschnell im Vergleich zu den anderen. Ich habe mir das vorhin angeschaut. Ingenieur sollten wir auch relativ bald einen großen Ingenieur kriegen. Wir könnten den jetzt nehmen. Wissenschaftler sind wir nicht so schnell. Machen wir lieber den Wissenschaftler. Kommen wir den Wissenschaftler rein. Das haben wir gesagt, hauen wir raus. Das weiß ich nicht, lassen wir es noch. Das lassen wir auf jeden Fall. Unseren Einfluss auf die Stadtstaaten wollen wir auf jeden Fall behalten. Gut, wir hatten letztens das, wollten wir reinnehmen. Das haben wir dann irgendwie nicht geschafft. Propaganda sammelt 25% weniger Kriegsmüdigkeit als gewöhnlich. Na gut, das ist uns egal. Wir führen ja eh keinen Krieg. Städten nicht auf dem Kontinent, na, das ist auch wurscht, wir haben die meisten Städte auf unserem Kontinent. Siedler brauchen wir auch keine mehr, wir erobern nur noch Städte. Ich glaube das passt so. Obwohl statt der Unterhaltskosten, vielleicht könnten wir es mit der Annehmlichkeit machen. Weil so teuer sind die Truppen nicht. Wo ist das mit der Annehmlichkeit? Okay. Wo Garnisonen Annehmlichkeit liefern? Gibt es das nicht mehr? Schaut fast so aus. Wo ist denn das hin? Veraltetes Ding. Einheiten von der Kraftstärke-Reduktion. Okay. Finde ich interessant. Einheitenverbesserungen werden billiger. Das ist vielleicht auch nicht so schlecht. Wobei, wie schon gesagt, Geld ist jetzt nicht unbedingt das. Das gibt es wirklich nicht mehr. Warum? Werden alte Sachen einfach rausgeworfen? Ab einem gewissen Zeitpunkt schaut fast so aus. Eingeborene erobern. Ja, dann bestätigen wir das so, wie es ist. Wenn ich keine Garnisonen machen kann, dann. Halt nicht. So, wir mussten da letzte Runde raus, weil ich weiß nicht, da sind wir. Wir haben die kleine Nachtmusik. Gut. So, und jetzt, mein lieber Mozart, was machen wir jetzt mit dir? Hier bleiben wir mal stehen. Gesagt, du bist darüber. Du hast nix. Okay. Du ziehst dich strategisch zurück. Gut, was machen wir als nächstes? Funkwesen. Ich glaube, wenn wir Funkwesen haben, kriegen wir irgendeine Inspiration.
Schauen wir mal. Für Ideologie können wir keine Inspiration kriegen. Schauen wir was an. Dort drei Börsen, das könnte uns gelingen. Warte, haben wir das irgendwo? Ja, irgendwo? Na, Funkwesen. Das wäre weiter vorne gewesen wahrscheinlich für Kulturerbe oder so irgendwas. Das haben wir nur nicht. Raumhafenbezirk. Globalisierung, Social Media, Zukunftsausrichtung. Also okay. Muss man der Polizeistaat minus zwei feindliche Spionagestufen in eurem Land. Alle Städte erleiden aber minus eins Annehmlichkeiten. Na klar, das würde ich machen. Marktwirtschaft. Internationale Handelswege geben plus eins pro strategischer Luxusressource. Das ist nur mein Zielort. So plus zwei und plus zwei. Das klingt gut. Laissez-faire. Dann nehmen wir den Kapitalismus jetzt einmal als erstes. Ach so, nein, warte mal, nein, wir nehmen die Ideologie. Weil die drei Börsen bauen wir ja irgendwann einmal vielleicht noch. Da zum Beispiel. Aber Ideologie sind wir in vier Runden fertig, echt jetzt. Kann man die Börse auch kaufen? Organisation. Kaufen wir die Börse vielleicht? Fabrik hätten wir. Könnten wir vielleicht die Fabrik dann auch kaufen? Da. Naja, okay, soll sein. Lass uns mal. Dieser Apostel. Wo will dieser Missionar hin? Flüchten wahrscheinlich. Okay. Da werden wir nicht mehr angreifen können, so. Die Chance haben wir verpasst. Hey, wir haben 76 Gold gestohlen. Echt jetzt? Ach, das wird uns reich machen. Okay, ich gehe woanders hin. Hallo? Gehen wir wieder zum Dings. Der ist lohnender. Wir können auch einen Handelsweg bauen. Finde ich gut. So, mein lieber Wolfall, ich glaube, wir haben keinen Ort, wo du noch ein Musikstück reinbauen kannst. Wir müssen warten. Und zwar bis der Ingenieur fertig ist, damit der Ingenieur... Nächste Runde ist der Ingenieur fertig. Damit der Ingenieur da unten bei der
beim Opernhaus von Sydney mithilft. Assist, wir hätten eine Verbesserung für... Ja, wir haben gesagt, du musst warten. Dolm. Och. Können wir den Angriff da machen? Nein, offensichtlich nicht. Gut, dann gehst du bitte daher. Freuen und Zwetschgenmuster. Und heilst dich mal. Mhm. Hey, Knossos ist auch irgendwann mal fertig geworden mit dem Hafen. Haben wir dann Leuchttürme? Finde ich gut. Leuchttürme sind okay. So, wir können zwei Gesandte schicken. Sansibar. Nur zwei schicken sind auf 8. Dann haben wir dort auch den Souverän. Und haben neue. Luxusgüter. Finde ich gut. Finde ich gut. Fehlt uns nur noch Banda Brunei. Du willst hoffentlich nicht Zanzibar angreifen, du widerlicher Kongolese. Okay, Japan hat ein Kunstmuseum gebaut, schön für sie. Wird ihnen aber nichts helfen. Meine Museen sind die besseren. Ah, genau, das muss ich nachschauen. Vielleicht kann ich die Schätze schon verschieben. Und da jetzt nämlich noch was Religiöses. Das können wir da statt dem Dings rein und dann müsste dieses Kunstmuseum ein absoluter Irrsinn sein. Vor Kunst. Okay, Guru. Du machst nix. Oder du. Du gehst einmal daher. Weil dort hinten wird das Ding entstehen. Du baust das ab. Yay. Und ein Weg, wo fahren wir dann hin? Tenochtitlan klingt gut. Tenochtitlan klingt ausgezeichnet sogar. Wir können einen großen Ingenieur bauen, oder? Yes. Den Gustav Eiffel. Ein großer Ingenieur ist zu uns gekommen. Mhm. Er ist bereit, alles daran zu setzen, unsere Infrastruktur zu verbessern. Mhm. Dabei gibt es unterschiedliche Schwerpunkte. Doch sie alle können dabei helfen, uns... Ja, danke. Wir rufen sie an. Jetzt bitte noch faserlos. Und Toronto mag uns mehr, weil wir haben einen großen Ingenieur gebaut. Finde ich gut. So. Das heißt, du musst daher Eiffel.
damit du das verbessern kannst. Wir könnten mal irgendwann mal das Monument da bauen. Die machen wir mal als erstes die Kanalisation, bevor wir das Monument bauen. Wir sollten dort vielleicht auch anfangen, Flugzeuge zu bauen. So können wir da keinen. Achso, wenn wir gar nichts bauen können, wenn wir zu klein sind als Stadt. Dann brauchst du ein. Machen wir mal ein Monument. Wir haben noch nicht genug Kultur und das kostet praktisch nichts. Wir brauchen auf jeden Fall relativ bald noch einen Flugplatz. Wenn geht. Was brauchst denn du da? Eine Fabrik. Dann brauchst du als nächstes den Flugplatz wahrscheinlich. Du bist so schön abseits gelegen. Ja, ja, du wirst nicht da. Fregatten rum. Ein Händler brauchen wir auch wieder. Oh, Athen ist fast fertig mit dem Archäologen. Das hat ja nur ewig gedauert. Das erste Artefakt aus. Du wartest. Bist du irre? Was machen wir bei dir? Hey, wir könnten Cristo Redentor bauen. Noch einmal so ein Ding, das urlang braucht. Na, wir bauen einen Filter mit dir. Der braucht zwar auch recht lang, aber nicht ganz so lang. Euer Archäologe Diogenes hat auf einem antiken Schlachtfeld Objekte von Kandi und Barbarenland gefunden. Antike. Weht das Artefakt der jüdischen Nation an Kandi. Wir haben eine Maske gefunden. Schau dir was an. Eine Maske antik. Themenbonus verdoppelt Ertrag für Artefakte desselben Zeitalters von unterschiedlichen Zivilisationen. Okay. Das heißt, Kandi war eh nicht schlecht, weil von Kandi will man nicht mehr allzu viel finden. Immerhin ist das nur Start. Noch mehr Tourismus. Und Kultur. Naja, Herr Eiffel, dann machen wir mal. Echt jetzt? Das hat das Ganze nur 20 Züge verbessert. Oh mein Gott. Faserlos, du bist langsam. Mach bitte. Okay, das hat es auch nochmal um 4 Züge verbessert, aber reich werden wir damit nicht. Können wir noch Sachen reinbauen, die uns helfen? Kommen wir auf jeden Fall mal rein. Schiffswerft, das ist ein Bürgerplatz. Auch noch. Ah, das hat es auch noch verschnellert. Das finde ich gut. Beschleunigt so. Verschnellert, meine Güte. Was habe ich für einen Chaos? Wenn wir die Militärakademie vielleicht nachher auch noch bauen. Ich glaube, damit werden wir
auch noch ein bisschen schneller. Ah, warte mal, die können wir vielleicht sogar mit Glauben kaufen, oder? Jo. Nochmal schneller. Naja, wir sind immerhin auf 30. Auf 30 Züge runter. Das ist ja beinahe noch in unserer Lebenszeit fertig. Das ist ein Admiral. So, da ist ein Spion. Schaut aus. Vielleicht sollte man dann doch einen Spion zu Hause lassen. Es hat sich gezeigt, dass kein System, so unmenschlich es auch sein mag, ohne eine Ideologie weiter bestehen kann. Meinst du? Das würde ich mal fast sagen. Ist ein schwachsinniger Ausspruch. Aber gut. Soll es sein. Oh ja, das lassen wir drinnen, Wissenschaftler. Aber die 100%, das haben wir aber raus. Wir haben so viel Kulturproduktion. Wir werden den Bonus für die Weltwunder reinhauen. Wo wir sie finden. Handwerker. Glauben. Wunder da. So. Produktion sabotieren. Guru, du machst nix. Fassadenkletterer raubt große Werke wie mit 2 Stufen mehr. Hm. Das ist cool. Sprengsätze sabotiert Produktion wie mit 2 Stufen mehr. Raketentechnik wie mit 2 Stufen mehr. Naja. Ich hätte ganz gern so einen Quartiermeister, also irgendjemanden, der für Verteidigung was hilft. Naja, nehmen wir das. Das ist immer am besten. Auf mit Glauben möglich, ist mir wurscht. Oh, du kannst das mehrfach machen. Du kannst das sogar 2-mal machen. Verstehe. Aber dann ist es nicht ganz so sinnlos, was du tust. Immerhin. Wir sind von etwas über 70 Züge auf 12 Züge runter. Na, jetzt zerreißt mich gleich. Entschuldigung. Okay, wenn wir das machen, so, machen wir 13 Züge und wir wachsen wieder. Ja, machen wir das so. Jo. Du, mein Freund, fix dich nach Knossos.
Unser Postel. Apostel fährt er runter in das Konfliktgebiet. Ja, ja, du wartest, diese Oper ist eh bald fertig für dich, mehr oder weniger. Ausrichtung wählen. Jetzt kann man Wahlrecht machen, das klingt eigentlich gut. Den Kapitalismus kann man noch warten, weil die dritte Börse kommt eh auch bald. Nach Wahlrecht kann man Kapitalismus machen, glaube ich. Noch eine große Persönlichkeit, und zwar einen Schriftsteller. Rekrutieren wir sofort. Herr Schriftsteller. Wo können wir denn Schriftwerke unterbringen? In Pharsalos und in Knossos. Dann geht doch glatt nach Knossos. Hey, und für Brüssel haben wir auch einen Gesandten mit dem Schriftsteller gekriegt, wahrscheinlich. Finde ich gut. Wieso brauchst du jetzt 7 Züge? Wie ich angefangen habe, den Händler zu produzieren, waren es noch 6 Züge. Was hast du gemacht? Ja wohl nicht. Athen ist so ziemlich das Letzte. Gut, was machen wir bei dir? Museum? Nein, die kaufen wir. Oh, Cristo Redentor. Was macht das? Tourismusproduktion durch Reliquien und heilige Städte wird nicht durch andere Zivilisationen verringert. 100% Tourismusproduktion von Seebädern in der eigenen Zivilisation. Muss auf Hügeln gebaut werden. Wo könnte man denn hinbauen? Da, ja? Ich weiß nicht, ob ich ihn da hinbauen will. Obwohl, bringt er einen Bonus für die Akropolis. Weiß ich nicht. Mauern? Nein. Wir brauchen Einheiten. Wir brauchen Spion. Spion kostet 20 Runden. Nein, wir brauchen keinen Spion. Wir brauchen Flugzeuge. Wie gesagt, Flugzeuge. Wir haben Ritter und können gleichzeitig Doppeldecker nicht bauen. Die Einheit benötigt einen Flugplatz. Okay. Wir brauchen einen Spion. Passt schon. Eine Runde noch. Wieso haben die eigentlich kein Gold? Es sind mittlerweile nicht mehr nur Möwen, die an unsere Küsten kommen. Wenn wir ein Seebad bauen, könnten wir von dieser neuen Anziehungskraft des Meeres profitieren. Oh, mit Dings, mit Funkwesen können wir Seebäder bauen. Was eine Welt ohne Radio ist eine taube Welt. Okay.
Wir können jetzt Sendezentrum bauen. Wo kann man das hinbauen? Kundenfunktion da. Ah. Instings. Ins. Kulturzentrum. Ein Seebau. Schaltet die Handwerkerfähigkeit frei, Seebäder zu bauen. Kann nur auf Küsten, Wüsten, Küstenebenen oder Küstengraslandgelände gebaut werden. Mindestanziehungskraft, atemberaubend und Aluminium. Okay. Was haben wir jetzt? Wir haben eine neue Quelle für Aluminium entdeckt. Oh. Ja, okay. Da, okay, bei Pergamon. Und hier, das ist auch gut. Das sind alles Gebiete in meinen Gebieten, die noch nicht einmal in irgendeiner Weise beansprucht sind für irgendwas. Das heißt, wir bauen uns jetzt mal als nächstes hier einen Handwerker rein. Ja, ja, du machst nichts. Du gehst da hier und fangst an, was zu schreiben. So, was machen wir mit dir? Mittel abschöpfen? Oder wir reisen in eine neue Stadt. Hallo? Nach... Wir könnten tatsächlich nach Pergamon gehen und dort... Gegenspionage betreiben. Ich meine, was fällt dem ein? Das ist mein Verbündeter, verdammt nochmal. Wenn wenigstens irgendjemand anderer das machen würde. So, das machen wir. Als nächstes. Wir haben schon ein Forschungsabkommen abgeschlossen. Wieso funktioniert das dann nicht? Idioten. Stahl für Bonusbauten. Hey, da könnte man den Eiffelturm bauen. Dafür hätte man den Gustav Eiffel gebraucht. Wir hätten ihn aber nicht in einem bauen können. Ich kann nur 480 mal 2. Das heißt, wir hätten nur 960 gekriegt für die Produktion vom Eiffelturm. Finde ich nicht richtig. Er hätte so dimensioniert werden sollen, dass er... Naja, wurscht. Kriegsschiff. Da haben wir ein Unterseeboot. Wo ist der Zerstörer eigentlich, frage ich mich gerade. Wir sollen ja schließlich Zerstörer bauen. Panzerschiff, Kriegsschiff, U-Boot und wo ist der Zerstörer, verdammt? Da? Da ist der Zerstörer erst. Und da sind die Bomber, nehme ich mal an, ja. Seehafen, Kraftwerk, Artillerie. Das heißt, unsere Bombarde würde dadurch verbessert werden. Plus 1 Produktion durch Sägewerk. So, du brauchst einen Flugplatz in die Wüste. Da hätten wir auch noch Altertumsstätten gehabt, die wären näher gewesen bei Athen. Zu spät.
Archäologe, bist du langsam dort? Du lahme Schnecke. Auch in Amerika ist denunziert. Gut, Guru steht. Handwerker, ich habe mir sagen lassen, hier gibt es ganz tolle Dinge zum Abbauen. Hey, ein Heureka. Finde ich gut. Kultur hat alle, bis auf eine Zivilisation überflügelt. Der Kultursieg ist in Reichweite. Okay, schauen wir uns das doch gerade an. Wir führen. Wir haben 209 Touristen. Eigene. 63. Ah, verstehe. Das ist... Ach, so funktioniert das. Wir haben jetzt 63 fremde Touristen. Und der Hojo hat 62 eigene Touristen. Und um den Kultursieg zu bauen, müssen wir besser sein als alle anderen, was den Tourismus betrifft. Das heißt, wir müssen mehr als 152 haben derzeit. Aber wir sind noch nicht einmal halfway through, weil die sind solche Schwammer und die können gar nichts. In Wirklichkeit ist nur der relevant. Aber er ist dafür noch einmal um einiges weiter weg von mir, weil ich habe 209 Touristen und das heißt, er braucht mehr Touristen als ich. Okay. Na gut, an dieser Stelle, Herrschaften, wünsche ich euch einen schönen Nachmittag, Abend oder sonst was. Schlaft gut und träumt was Schönes.